Eintritt Schwerelosigkeit. Yay, und ich sehe schon wieder jemanden. Hier, friss das! Weiß gar nicht, ob ich den überhaupt treffen kann auf die Entfernung. Ja, kann ich, okay. Das ist gut zu wissen. Dann ballern wir einfach mal hirnlos in der Gegend rum. Nee, wir hüpfen mal. Hi, Kumpel! Was macht das Leben? Nein, nicht abhauen! Ich wollte mit dir reden! So, möchtest du dann auch mal einen Körperteil verlieren? Wie wär's damit? Oh, fick deine Mutter, ey! So, vorbei mit der Schmuserei hier! Dann müssen wir eben mal die harten Geschütze rausholen. Dafür ist die Ripper-Klinge dann doch ganz gut. Aber ansonsten nicht gerade meine Lieblingswaffe. Hier, friss! Rennt tatsächlich von alleine rein. Möchtest du dann nicht mal sterben? Doch, sehr schön. Was die Biester hier vertragen, ist unnormal, ehrlich mal. So. Die Viecher vertragen das Doppelte, geben aber nur noch die Hälfte an Muni beim Sterben, habe ich das Gefühl. So. Oh, Quatsch. Huch, was war das denn? Das wollte ich natürlich nicht. So, gucken wir mal. Ich weiß, wir hätten für die ganzen Waffen auch noch die Spezialattacken zur Auswahl. Die müssten wir auch mal irgendwann ausprobieren, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust. So, keine Muni mehr. Willst du mich denn schon wieder verarschen hier, oder was? Oh oh, es sieht düster aus, Leute. So, dafür wieder 25 immerhin, naja. Hier auch bloß noch 4 Schuss. Was zur Hölle ist denn hier los? Ich habe bald keine Muni mehr. Kann doch nicht euer Ernst sein. Was? Oh. Ist das richtig so? Soll ich das hier rausnehmen? Ich weiß es nicht, also... Ich trage das nur so auf Verdacht herum. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, soll symmetrisch angeordnet werden, aber wie genau jetzt, sagen sie nicht, ne? So, schießen wir erstmal darüber. So, blub. Ach, wir könnten es hier unten auf der Etage, glaube ich, einsetzen. So, schauen wir mal. Hier drüben zum Beispiel. Yep. Schön, dass du weißt, was ich von dir will, mein Freund. So, müssen wir mal gucken hier. Welcher Bastard hat die Dinger denn hier kaputt gemacht? Frechheit. So, ich nehme erstmal überall die kaputten raus. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach den neuen. Aber die sind... Scheiße. Nee, ich soll die da unten einsetzen, oder? Och Leute, macht doch mal einen ordentlichen Spruch. Das wäre geil. Ich hasse das. Ja. Nee, hier? Hä? Ja, was denn? Gib her. Gib doch mal das Ding her. Willst du mich denn verarschen? Weg damit. So. Wo genau? Nee, dahinter lang. Okay, super. Ja, zeigt mir unglaublich präzise an, was ich machen soll. Scheiße. Weg damit. So. Dann setzen wir die jetzt hier unten ein und dann hat sich der Scheiß. Das auch noch raus. Gib her. So. Okay. Gucken wir mal. Da drüben ist noch was ganz. Das nehmen wir gleich mal an uns. Falls wir noch hinkommen. Natürlich kommen wir nicht hin. Was sonst? Gib her. So, dann setzen wir die Spaßmeier von ein. Okay, wo haben wir noch intakte Satelliten? Hier vorne ist noch einer. Der hier rumtreibt, ist kaputt, natürlich. Da drüben ist auch noch ein intakter. Ich schieße die erstmal hier rüber. Ich will jetzt nämlich nicht die ganze Zeit hin und her springen hier. So.
Okay. So, Klunk. Oh. Ja, war jetzt unglaublich schlau, ich weiß. Sonst noch irgendwo intakte Satelliten? Nee, sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal wieder hier hin. Wo sind die denn jetzt gelandet? Hier ist einer. Den setzen wir direkt mal hier ein. Und der andere. An den kommen wir natürlich genau nicht mehr ran, ist klar. Alter, spring an diese verfluchte Wand. Oder ich vergesse mich. So, her damit. Wo fehlt denn noch eins? Davon fehlt noch eins. So, machen wir es mal so. Gehen hier rüber. Es gibt Sachen, die hätte man echt ein bisschen unkomplizierter machen können. Schön! Das ist aber schön. Ja, ja, mache ich gleich. Geht sofort los. Ach, stimmt ja, Isaac ist ja zu dumm, einfach mal über die Kante zu gehen. Ich muss das ja mit dem Sprung machen. Ach nee, das geht nicht. Aber ich muss doch da rein, oder? Ach Leute. Offenbar hätte ich auch diese Übersichtstafel da nutzen können, um genau zu sehen, wo ich hin muss und wo was frei ist. Aber hey, was soll's. So, wo ist denn jetzt der verfluchte Ausgang? Da drüben ist auf jeden Fall was offen. Allerdings kann ich dort nicht landen, das ist natürlich wieder klar. Und ich will nicht auf die Wand daneben, ich will rein in das Ding. Gott verdammt nochmal. Ach, geht doch. Was ein Scheiße. Ich weiß, ich bin heute wirklich ein bisschen aggressiv und habe einen ganz dünnen Geduldsfaden nur, aber es ist so nervig, ernsthaft. Es macht mir keinen Spaß. Das ist nicht schön. So. Musste ich noch nie bei einem Let's Play so unverhohlen sagen wie hier. Aber das Spiel ist für seinen Inhalt ein bisschen zu lang geraten. Und das will was heißen. Und ich finde, dass ein Spiel zu lang geraten ist. Wie gesagt, ich bin ein Rollenspiel-Fan. Also ich habe zum Beispiel bei Final Fantasy X einen Spielstand gehabt, der ging über 220 Spielstunden. Das heißt, wenn ich ein Spiel zu lang finde, dann ist das irgendwie merkwürdig. Hier spricht die USM Vela. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Die Rettungskapsel? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. Das war so klar. Vela, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Das war so klar. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Vela zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Schon dabei. Schon dabei. Das war so klar, dass wir die Leute nicht lebend antreffen werden, weil das ganze Spiel einfach so ist, dass man nie irgendjemanden lebendig antrifft. Oh, danke. Auch schön. So nimmt man die Gegner gerne mit. So, sind wir wieder hier. Dann wollen wir mal schauen. Hey, wie geht's? Nicht gut zu Fuß heute, was? So. Möchtet ihr denn mal hier aufmachen? Achso, hier drüben, alles klar. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal... Ach nee, hier ist ja bloß eine Werkbank, hier ist ja kein Shop, verdammt.
Ich bräuchte mal einen Shop, das wäre geil. Werkbank. Ach stimmt, wir haben einen Energieknoten gerade gefunden. Wobei, wir haben nur einen, oder? Nein, wir haben zwei, das ist gut. Bei einem wäre ich jetzt ein bisschen unschlüssig gewesen, ob ich den wirklich ausgeben will. Ganz einfach für den Fall, dass mal wieder alles total in die Scheiße reingeritten wird. Und wir dann mal wieder einen Raum zur Verfügung hätten, der sich nur über den... Nein, Mensch! Der sich nur über den Knoten öffnen lässt. Mach zu, das Ding. Ich will nichts mehr daran. Deswegen will ich immer mal einen Reserve haben. Aber so ist natürlich alles gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Wumms hinterm Plasma-Cutter. Wir müssen ihn nur noch benutzen. Okay, das überschreiben wir natürlich. Wunderbar. So. Cutter nachladen. Wir hatten ja Muni gefunden. Und dann geht's los. So, wir müssen da lang. Okay. Ach ja, ich weiß wieder. Ja, okay. Alles klar. Klick, klack. Klick, klack. So. Dann wollen wir mal schauen, wo wir jetzt so hinkommen. Beziehungsweise wir wissen ja, wo wir hinkommen, aber was genau uns hier jetzt erwartet. Und was da so großes... Wieso ist das jetzt aufgegangen? Was uns da großes Organisches erwartet vor allem. Wieso zur Hölle ist jetzt gerade dieser Kasten aufgegangen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, sind wir wieder voll, ja? Schön. Hier können wir auch noch wieder nachladen. Sind wir auch wieder bei 50 wenigstens. Sieht alles ein bisschen mau aus gerade. Ja, hier nur noch zwei. Super, hey. Ich müsste eigentlich mal mehr die Ripper-Klingen benutzen, aber... So doll sind die dann auch nicht. Bin ich nicht beim letzten Mal woanders lang? Da musste ich doch diesen blöden Weg außerhalb nehmen. Ach, das ist ja gar nicht. Das ist nicht das AAS. Okay, das ist einfach so irgendein Gerät. Alles klar. Na dann, wollen wir mal schauen, was uns hier Tolles erwartet. Ach nein, erstmal speichern. Sehr gut. Ich wollte gerade nachschauen. Ich hatte es irgendwie im Urin, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. So. Sicher ist sicher. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier Tolles an der Außenhülle dran kleben haben. Ich sehe es schon durch die Ritzen. Ach du Scheiße. Los geht's. Manuelle Überbrückung initiiert. Alter, was? Nein! Was? Was bist du denn? Hör auf, mit Schiffsteilen zu werfen! Ich sehe überhaupt nicht, ob wir hier irgendwie vorwärts kommen mit dem Biest, ehrlich gesagt. Doch wir scheinen irgendwas zu treffen, das ist schon mal schön. Die Frage ist nur, ob das wirklich hilft. So, ja, die Hüllenintegrität, oh Gott. Geht noch, geht noch. Allerdings wird das bestimmt gleich noch ein bisschen unschöner. Ja, die explosiven Fässer, auf die müssen wir aufpassen. Oh Gott. Ich treff nichts. Ja, da ist endlich was abgegangen. Das wird ja auch Zeit, Mensch. Spaß. Der reißt es ja einfach aus der Hülle raus. So, das müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. So. Ich frage mich, wo die ganzen Gastanks hernehmen. So, nächster Arm ab. Wunderbar.
Shit! Aber der hat irgendwie daneben geworfen, kann das sein? So, da war es nur noch einer. Komm schon, mein Kleiner. Okay. Zeig dich! Trau dich! Komm zu Papa! Ja! Also eigentlich nicht so kompliziert, muss ich sagen, der Kampf. Ist ja dann doch ganz locker, sobald man mal die ersten Arme erwischt hat. Oder war es das noch nicht? Doch, sehr gut! Rücktüren des Kommunikationsarrays werden geöffnet. Tschüssi, kleiner Leviathan. Hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Vader, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen. Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Oh oh. Schlecht, schlecht. Nein, wirklich?